Herzlich willkommen zu Typisch Innsbruck, eurem persönlichen Blick hinter die Kulissen der Region Innsbruck. Wir sind mittendrin in der Tiroler Fasnacht, die alle Jahre wieder zwischen dem 6. Januar, dem Dreikönigstag und dem Aschermittwoch knallrot in den Tiroler Kalendern markiert ist. Die Begeisterung, diese jahrhundertealte Tradition aufrechtzuerhalten, ist groß. Die Mission dahinter? Den Winter auszutreiben. Und das mit viel Lärm, kunstvoll handgeschnitzten Larven, bunten Kostümen und allerlei Tänzeleien und Aufführungen. Einzelne Tiroler Brauchtumsgruppen sind im österreichischen Verzeichnis des immateriellen UNESCO-Kulturerbes vermerkt. So etwa das Axamer Wamperlerreiten, das durchaus mit einer Art Kampfsport verglichen werden darf. In geduckter Haltung tänzeln und rankeln, wie man bei uns so schön sagt, ausgewählte Axamer beim großen Wamperlerumzug alle 4 Jahre durchs Dorf. Die Wampe, der Bauch, wird dafür mit Heu der zweiten Mahd ausgepolstert. Ebenso beliebt in der Region Innsbruck ist das Telfer Schleicherlaufen, bei dem die unterschiedlichsten Figuren farbenprächtig gekleidet, in Samt und Seide gehüllt und mit prächtigen Hüten am Kopf durch die Menge schreiten. Das Schellenschlagen, das von den Patscher Frauen wiederbelebt wurde, ist seit 2022 ebenso Teil des immateriellen UNESCO-Kulturerbes. Einzigartig, da das Fasnachtstreiben jahrhundertelang reine Männersache war. Oder das große Matschkern und Mullerlaufen in den Marterdörfern Mühlau, Arzel, Ruhm, Tauer und Absam. Laut den Geschichtsbüchern liegt hier der Ursprung der Tiroler Fasnacht. Alle Jahre wieder findet abwechselnd in den einzelnen Gemeinden am Sonntag vor dem Faschingssonntag der große gemeinsame Umzug statt. Wir haben für euch die Ruhmer Muller bei ihren Vorbereitungen begleitet, um diesem urtirolerischen Brauchtum angemessen auf den Grund zu gehen. Christian, wie lange bist du schon Muller? Ja, Muller bin ich eigentlich schon, seit ich mich zurückerinnern kann. Also ich habe das irgendwie in die Wiege gelegt gekriegt, da mein Gate und Opas und auch der Papa da schon voll fanatisch waren. Haben sie mich, kaum ich Gierenhund kennen, schon in der Mullergewandel reingesteckt und seit 2,5, 3 Jahren bin ich jetzt bei der Muller, also seit ich 2,5 Jahre alt war. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Mullerlaufen und Matschkern, also Matschkerer Umzug? Die Muller und Matschkerer sind eigentlich sehr ähnlich oder identisch. Es gibt schon Kleinigkeiten, die sich unterscheiden. Aber der Brauch selber hat eigentlich den gleichen Ursprung. Es ist eigentlich ein anderer Ausdruck. Der Ursprung liegt, egal ob jetzt Mullerlaufen oder Matschkern, in den Marterdörfern. R im Marter steht eben für Ruhm. Bei hat es ganz eine lange Tradition, weil da gibt es die erste Larven sozusagen aus dem Jahr, schlag mich tot, 1600 irgendwas. Das habt ihr sogar erforschen lassen. Ja genau, einmal der Ursprung von Mulden liegt in den Marterdörfern. Also so ist zumindest die erste urkundliche oder die schriftliche Erwähnung. Und das ist ein Verbot vom Landesgericht, was das Verhalten. Die Maschkerade und früher ist ein bisschen wilder zugegangen wie heutzutage, das verboten haben. Und das war 1642, wenn ich es jetzt genau im Kopf habe. Und auch ungefähr von da haben wir die erste Laufen. Das war jetzt eh die, was wir da stehen haben bei uns. Und das hat unser Restaurator ungefähr geschätzt, so auf Mitte 18. Jahrhundert. Wir wollten das noch genauer wissen und haben die nachher untersuchen lassen. Und nachher ist herausgekommen, dass die aus 1670 plus minus 40 Jahre aus der Zeit ist. Und ja, genauer kann man es nicht sagen. Wahnsinn, das ist echt eine lange Zeit. Und der Hintergrund eigentlich vom Mullen, der liegt ja eigentlich in der bäuerlichen Bevölkerung. Weil früher war halt Wetter und Ernte ganz ein wichtiger Punkt, um zu überleben. Und die Geschichte vom Mullen spielt eigentlich immer nur auf der Basis dieses bäuerlichen Lebens, nämlich den Winter auszutreiben. Wollen wir vielleicht ganz kurz skizzieren, wie die Geschichte wirklich ausschaut? Ja, das ist richtig. Also der Ursprung liegt bei der bäuerlichen Dorfbevölkerung so. Und ja, die meisten waren Selbstversorger zur damaligen Zeit da und haben natürlich müssen schauen, dass die rauen, tiefen Winter, wie wir sie früher gehabt haben, vertrieben werden, sage ich jetzt mal so. Und dass
der Frühling wieder einkehren kann, sie ihre Felder besäen können und ja, nachher da wieder eine gute Ernte gehabt haben. Und daher verkörpern eigentlich die Mullerfiguren die vier Jahreszeiten. Und es geht darum, dass der Frühling ihn im Winter austreibt. Da geht es mit der ersten Figur los. Das ist ja der Kranewitter, der aus Wacholderstauden eigentlich besteht. Der macht sozusagen Platz für die Muller, damit die quasi ihr Prozedere der Bevölkerung präsentieren können. Welche Figuren kommen da dann noch zum Zug? Also der Kranewitter ist bei uns eine reine Umzugsfigur. Der tretet eigentlich alle vier Jahre beim großen Mullerumzug auf. Und da wird auch das Gewandl immer neu oder frisch gemacht, weil das sind Wacholderstauden und die was noch ein Tier werden. Und nachher geht es weiter mit den Hexen und den Klätzler, das sind sozusagen die Vorboten, die was einen Platz machen für die Muller. Die Hexen kehren quasi den Winter aus, die Klätzler machen einen Krawall und einen Platz für die Muller. Und nachher können sie eben in der Reihenfolge der vier Jahreszeiten anfangen dort mit dem Halbweißen aus Frühling. Da sieht man die weiße Hose. Das ist quasi die Schneedecke, wo die ersten bunten Frühlingsblumen hervorschauen. Nachher kommt der Melcher. Also das ist der, was schuchflackelt mit der kurzen Lederhose. Melcher kommt auf Jäger von der Almwirtschaft, Senner. Und die Melcherbuben halt, das sind eigentlich jüngere Masken, ein freundliches Gesicht. Und dann geht es weiter mit dem Spiegelduchser. Das ist quasi sozusagen der Hochsommer. Erinnert auch an das Albenvieh, Albenabtrieb und an einen kleinen Altar, deswegen auch Altarduchser genannt. Dann ist der nächste der Zackerler. Das ist der Herbst. Der hat alles bunte Wollquasten oben in die bunten Herbstfarben wie die Blätter und ein paar so ja, Schlittenglöckchen, die auch ein bisschen einen Krawall machen oder halt das nicht umrahmen. Nachher ist der Zodler als letztes, der verkörpert den Winter. Und der hat alles Wollfransen und hat auch die grimmigste und ja, fast Bärse laufen. Und ist auch somit der Zodler die wildeste Figur. Und wenn nachher der Zodler noch einen Frosch macht, das ist ja so ein Symbol, wenn er eine Figur was er macht, dann geht er in die Knie und tut den Oberkörper flach auf den Boden legen. Und nachher ist quasi der Winter besiegt und gibt sich geschlagen. Und wenn nachher sieht man oft nur, dass der Halbweiße als Frühlingsfigur draufsteht. Und das ist dann quasi der Kampf über den Winter gewonnen. Okay, das waren jetzt sozusagen die Hauptdarsteller beim Umzug. Es gibt aber noch zahlreiche andere Figuren, wie zum Beispiel die Bären. Ja, wir haben noch andere Fasnachtsfiguren auch, was eigentlich zu den ganzen Mullertreiben dazugehört. Da sind die Bären dabei, der Bär und der Bärentreiber. Quasi der Bär symbolisiert den Frühling, weil der Bär ja vom Winterschlaf erwacht ist. Und der Treiber den Winter, der was versucht, den Bären noch zu bändigen. Und jetzt steht eben der Umzug an, der bei euch immer in der Woche vorm unsinnigen Donnerstag stattfindet. Am Sonntag vorm unsinnigen Donnerstag. Was wird jetzt da alles erledigt bis zum Umzug? Fangen wir mal über die Kostüme an. Wie entstehen eure Kostüme? Ja, die Kostüme. Da sind schon teilweise die Frauen bei uns gefördert, also die Mütter oder Frauen, Freundinnen, wie auch immer, was da mit Nannen viel unterstützen und eingespannt sein. Und jetzt gerade bei der Familie Lechner, also deiner Familie, ist ja die Mama Martina, hat all deine Kostüme genäht, vom Papa und vom Bruder? Ja, die Mama hat da schon ziemlich viel geleistet, das fängt beim Ranzensticken an. Und mittlerweile, glaube ich, hat sie schon 7 Ranzen gestickt und Mullergewänder wissen die gar nicht. Da ist sie schon gefordert. Ja, das fängt dann oft schon im Oktober an, dass man bis zum Fasnacht alles errichtet. Und die Kostüme bestehen natürlich auch aus den Larven. Die sind handgeschnitzt vom Beppi Josef Lechner. Nicht verwandt mit dir, aber trotzdem auch Roma. Ja, der Lechner Josef ist sicher bei uns einer von den bekanntesten Schnitzer. Es gibt mehrere in Rom. Aber die Burweindl, so der Hausname, Burweindl Josef, kommt aus einer ja, Schnitzerfamilie, sage ich mal. Da war der Papa schon Schnitzer, der Burweindl Sepp und der Bruder, der Franz, ist auch beim Schnitzen und mittlerweile schon von Josef, der Neffe, der Schmidhofer Markus, der macht jetzt auch schon einen Haufen Laufen, speziell für die Jungmuller oder auch Muller. Und so wird es noch eine Zeit weitergehen in der Familie. Und danach wird sie natürlich noch fassen,
bemalt. Und nachher, bis das Ganze nachher aufgenannt ist, da gehen schon auch noch mal ein paar Abende drauf. Kommt immer darauf an, was für Figur, wie aufwendig ist der Hut, Schmuck, die Federn und das. Und das Mullen hat bei euch in Rom eine riesen Begeisterung. Über 160 Erwachsene, knapp 60 Kinder. Also wie bei dir, man fängt da ja schon im kleinen Kindesalter an. Ab wann darf man denn mullen oder kann man mullen, sagen wir mal so? Wir sagen eigentlich, gut wäre, wenn sie Schule gehen, die Buben nicht, weil du kannst nicht für jeden zuständig sein, mit denen aufs Klo gehen und alles. Also sie sollten schon selber auf ihr Zeug da schauen, aber teilweise, wenn die Väter mitgehen, sind sie schon 3-4 Jahre. Ab da fangen sie an mullen. Also die Kostüme sind bereit, die Larven sind bereit, ein wunderschönes Plakat von Peter Höbling steht bereit. Was erwartet uns dann beim Umzug, beim Mullerlaufen in Rom? Ja, wir erwarten beim Mullerumzug ungefähr 10.000 Zuschauer. Und da wird auch noch einiges geboten. Wir haben die umliegenden Muller- und Matschkerer-Vereine dabei, von Ruhm, Dauer, Opsum und Mils. 3 Musikkapellen werden auftreten mit verschiedenen Kostümen, auch, nicht in der traditionellen Tracht und was aufführen. Nachher sind einige Faschingswegen dabei, die was irgendetwas Politisches aufführen oder auch traditionelle Wegen wie die Bärenjagd oder die Weibermühl. Und bei den Muller ist es natürlich auch so, dass das Publikum auch mit eingebunden wird in die Aufführung, weil da gibt es sogenannte Abmullen. Das ist ein leichter Schlag auf die Schulter, eine Ehrenbezeugung quasi von dem, was abgemullt wird. Und das kommt aus früher her, war das eigentlich ein Fruchtbarkeitsschlag und das bedeutet einfach so viel wie Glück und Gesundheit fürs neue Jahr. Danach gibt es noch einen Schnapsel oder einen Brandwein, mit dem das besiegelt wird und noch und waren wir soweit. Hinter uns findet gerade der letzte Auftritt der Jugendtruppe vor dem großen Umzug statt. Ich hoffe, euer Interesse an der Urtiroler Tradition ist geweckt. Alle Fasnachtsumzüge und Veranstaltungen in der Region Innsbruck findet ihr bequem online auf innsbruck.info unter Brauchtums- und Events-Highlights. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr vorbeischaut und holt euch unbedingt einen Mullerschlag auf die Schulter ab, weil Gesundheit und Glück kann jeder brauchen. Vielen Dank fürs Einschalten, lasst gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Papa!